Ja, das ist etwas, was ich mit Professor Volker Cronenberg jetzt im Studio hier noch einmal analysieren kann. Guten Abend, Professor Cronenberg. Musste das so kommen, dass die AfD jetzt diesen Sieg einfährt, weil die Politik nichts gelernt hat? Es musste sicherlich nicht so kommen, aber wenn man ein Stück weit der Denkzettellogik folgt, und das würde ich durchaus tun, dass viele gerade jetzt in den Umfragen oder auch im Wahlverhalten bei der Nachwahlbefragung kennen wir das ja, dass viele Wählerinnen und Wähler der AfD den anderen, den etablierten Parteien oder wie auch immer wir sie nennen, einen Denkzettel aus Unzufriedenheit verpassen wollen, dann passt das natürlich ein Stück weit ins Muster. Wir haben es ja gerade selbst bei den Stimmen der anderen Parteien Ampel eben auch gehört. Da ist Selbstkritik, die Union, man weist sich das wechselseitig so zu. Also insofern lag da natürlich eine gewisse Kontinuität, weil nach dem ersten Wahlgang hat man sich da auch dann so Wagenburg-mäßig zusammengeschlossen. So ganz überraschend, Frau Watzki, war nun dieser Wahlsieg jetzt an dieser Stelle hier nicht. 10% sind feste, fixe, überzeugte AfD-Wähler, sagt man ja. Und wenn wir jetzt bundesweit schauen, ja, nicht jetzt Thüringen, sondern wir schauen nochmal bundesweit. Und 10% ungefähr jetzt, also 18-19% ist im Moment das Umfrageergebnis ja für die AfD. Da sind weitere, fast genauso viele sind diejenigen, die sagen, nee, ich will jetzt einen Denkzettel geben. Also das ist aber doch eine Gruppe, die tatsächlich noch zu gewinnen ist. Wodurch denn? Lagen die Vorschläge ja alle schon auf dem Tisch. Ja, hat Sie da was überzeugt, was Sie eben gehört haben? Nee, was ja eher konsterniert ist, dann der Hinweis der Parteivorsitzenden oder Fraktionsvorsitzenden, wir müssen jetzt, das weiß man ja schon länger. Also im Grunde wird darüber schon länger, genau. Ja. Also im Grunde, so schwer ist das ja nicht. Das ist eigentlich ja das politische kleine Einmaleins. Das ist besser kommunizieren, das ist womöglich doch weniger streiten um ein Gebäudeenergiegesetz über Monate hinweg, wo man normalerweise sagen könnte, das sind ja auch technische Details. Wir haben hier im Studio gestanden und gesagt, am Ende wird man im Grunde die Fristen verlängern, man wird das Ganze etwas, man nimmt den Druck raus, so ist es auch gekommen. Warum geht das nicht schneller? Warum erklärt man nicht besser? Aber das ist nicht nur die Regierung, vielleicht ist auch das Durchstarten, was jetzt Frau Esken andeutet oder Frau Lang, wir müssen jetzt sozusagen noch mehr Gas geben. Vielleicht ist das nicht ganz im Sinne eines Teils der Bevölkerung, aber es richtet sich sicherlich auch an die Union, an die CDU. Wo ist denn die kraftvolle Opposition insofern, als dass man nicht nur kritisiert, sondern auch bessere Antworten gibt? Ich glaube, letztendlich so kompliziert ist es nicht. Die Unzufriedenheit über Monate hinweg, und das ist nicht nur die Wärmepumpe, die ist nun mit Händen zu greifen, und dass es jetzt dazu führt. Ja, das baut sich ja eigentlich schon, sagen wir mal, seit Corona auf. Diese Unzufriedenheit, dieses wir werden nicht gehört, wir versuchen unseren Punkt zu machen in verschiedenen politischen Feldern. Also wenn wir jetzt mit Corona beginnen, dann jetzt sind wir hier bei einer Heizung und einer Wärmepumpe. Also es sind viele kleine Punkte. Also den Vorwurf, den muss die Politik sich mehr als anhören, sagen auch Sie, und die CDU, die kuschelt. Die versucht, die Themen zu besetzen. Ne? Naja, vor allen Dingen, wenn sie natürlich die Fallhöhe künstlich auch so erhöhen. Also Ampel, wir machen das jetzt ganz anders und wir machen das jetzt nicht so konfliktuös und wir einigen uns da anders und es wird nicht mehr quälend lange Nachtsitzungen geben. Und was erleben wir jetzt? Damit soll ja nicht gesagt sein, dass Politik nicht auch sehr kompliziert sein kann. Der Teufel steckt eben in den Details. Wir müssen Verordnungen umsetzen, anderes mehr. Aber dann eben besser erklären oder eben auch reagieren, ein Stück weit Druck rausnehmen, an anderer Stelle flexibler werden. Das ist im Grunde die Kunst. Das Stichwort lautet Vertrauen. Vertrauen schaffen und erhalten in der Bevölkerung. Und da sind wir bei Ihrem Hinweis zu Recht. Das Vertrauen ist erodiert. Und das ist nicht nur eine Ost-West-Thematik, sondern das ist in ganz verschiedenen Milieus der Bevölkerung. Das ist ja ein Befund, der auch besorgniserregend ist, wenn Sie sagen, der ist in verschiedenen, der ist bundesweit, dieses zerstörte Vertrauen. Wie tief greift das? Naja, gut, das ist natürlich sehr unterschiedlich dann doch festzumachen. Aber wenn wir uns, bleiben wir mal in Ostdeutschland, nächstes Jahr die Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen anschauen, dann sind das natürlich Alarmglocken. Und es reicht jetzt nicht sozusagen nach jeder Klatsche, um das einmal so auszudrücken, zu sagen, jetzt müssen wir es aber besser machen. Also letztendlich ist es klar. Und in anderen Teilen, jetzt nehmen wir mal Nordrhein-Westfalen, nehmen wir Westdeutschland im Ruhrgebiet, da kann man sich nicht davon freimachen, dass wir das da auch natürlich erleben. Wir haben eben Schirdewan Linkspartei gesehen. Früher war das die Partei, die im hohen Maße von Protestwählerinnen und Wähler profitiert haben. Das ist jetzt die AfD. Aber es ist kein Hexenwerk. Wir haben eben schon angedeutet, was gemacht werden könnte. In die Aktion kommen, ins Tun kommen. Ja, denn
Ein Beispiel, Nachhaltigkeit, Klimawandel, nachhaltige Politik, das stößt ja insgesamt auf große Zustimmung in ganz großen Teilen der Bevölkerung. Richtig. Wenn man dann aber genau hinschaut, sich die Konflikte anschaut, vielleicht auch dann Fristen wieder verkürzt, die im Grunde das Tempo unnötig erhöht und Ängste schürt, da sind wir wieder bei Vertrauen, ob berechtigt oder nicht die Ängste, dann ist das der Nährboden für einen solchen Wahlerfolg, wie wir ihn eben gestern erlebt haben. Also in diesem und der Wahlerfolg war Protest und Denkzettel, sagt Professor Volker Kronenberg heute Abend hier bei uns im Studio bei Phoenix.